So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gems of War. Wir machen im PvP, weil ich habe richtig Bock auf PvP gerade. Einfach, weil das Team so krass ist. Und wir dadurch extrem viel Gold bekommen haben. Was braucht er denn? Er braucht nichts von dem, was ich haben möchte. Außer ich schenke ihm natürlich die Extra-Turns, dann nimmt er sich das natürlich gerne mit, oder? Genauso wie hier, also ich bin halt so gönnerhaft, ne? Ich schenke halt gerne mal was. Warum nicht? Alle mit einer Barriere? Nein, würde ich sagen, lösen wir die mal auf, ja? Autsch. Irgendwie gar kein Damage, ne? Muss ich sagen. Nur habe ich kein Damage gerade gemacht. Hatte ich das Gefühl. Alex 1959. Komischer Name. Ein Haustiergnome. Besiege den Schurkengnome, um ein Haustierrettungsevent zu starten und etwas Tierfutter zu bekommen. Nice. Okay. Ist natürlich cool. Ja, immer die, wenn die so einen Sack hier oben haben, dann ist es halt was Besonderes, ne? Schon, ob wir ihn kennen können. Natürlich Knorke, ne? Wenn das so funzen würde. Rot. Naja. Mana Surge. Kennen wir den Gnome, ja, aber. Einfach, weil ich es wollte. So, was machen wir? Wenn ich blau mache, dann kriege ich auf jeden Fall wieder einen extra Turn. Hat der gerade Mana abgezogen, Alter? Bist du Kacke? So, wir haben Haustier den ganzen gekillt. Das heißt, jetzt fängt so ein Haustier Rettungs-Events-Kranzen an. Oh, zweimal weißes Tierfutter. Nice! ...15 Punkte bekommen, Alter. Nicht schlecht. Ja? Weil der Schneehäschen ist aktiv. Das heißt, das Pet Rescue, was ich gerade gemacht habe, das hat keinen Sinn gehabt. Weil hier aktuell das Ding ja noch aktiv ist. Ist aber nicht wild. Ich kämpfe mal gegen Luther. War eine schöne erste Runde.
So, wenn wir Braun mitnehmen. Na, Braun ist doof. Braun möchte ich ja haben. Aber sonst kriege ich doch hier, wenn ich Gelb mache, kriege ich einen extra Turn. Sehr gut. Lösen wir hier die noch aus. Bam! Ein 2-Attack-Turn. 2 Attacks, Gegner tot. PvP Rang 10. Bam, Alter. Auf geht's. Genau 1000 Punkte. Zack, zack, zack. Gladiator. Erreiche PvP Rang 10 in einer Woche. Oh, Bridge-Tefter. Schattendrache mit dem Skill Immernacht. Vergifte alle Feinde und füge einem zu vielen Feinden 7 wahren Schaden zu. Oh Gott, Schädel. Ja, okay, zu spät gesehen. Da war ich jetzt auf was anderes fokussiert. Naja, will ich nicht, dann kriegt ihr nichts ohne den Schädel, ist auch doof. Was kann ich zu Lila machen, dass ich einen 4er-Turn kriege? Sehe ich hier aktuell gar nichts, ne? Rot hätten wir hier, hier, hier. Ein bisschen Lila. Okay, da war anscheinend um was. So dumm. Ich glaube, ich hätte es gerade anders machen können. Besser machen können. Oh, der hat ja ganz so viel Damage. Na, ich hätte es anders. Ich hätte erst die Schädel nutzen können und dann halt erst den Skill benutzen sollen. Warum auch immer. Okay, der stuft mich automatisch immer runter, wenn ich irgendwie auf der Schwelle bin. Warum auch immer. Kein Plan. Dragon Lady 94 hieß sie, glaube ich, ja. Mana Surge. Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Immer wieder das Gleiche. Ich verpasse die Schädel. Ich habe gerade kein Auge mehr für die Schädel. Guck nur das wunderschöne Braune. So, das lohnt sich alles gar nicht. Okay, das lohnt sich überhaupt nicht. Die Axt zu benutzen. Es hat nur so ein Single-Target-Attack, ne? Wäre ganz cool, wenn ich da auch irgendwie was AOE-mäßiges hätte. Irgendwie, weiß ich nicht, 20 True Damage an jedem zufügen. Das wäre schon ziemlich cool. Aber man kann ja noch nicht alles haben, ne? Kommt noch, aber jetzt noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Mana Surge. Lila. Nicht braun zu lila machen, ist auch doof. Ah, das ist auch ein 5er-Turn dann so gesehen. Das ist natürlich auch cool. So ein Plus, was ja normalerweise gar nicht möglich ist.
Aber Hauptsache, du machst 5 Dinger kaputt. Mehr interessiert das Spiel anscheinend nicht. Tja, schwierige Entscheidung, ne? Was nimmt man jetzt? Das ist schon ziemlich krank, ne? Muss ich gestehen, das ist schon heftig. Was wir auch gleich noch machen könnten. Ich meine, ich finde das Team ja ziemlich krass, ne? Und dann kann man durchaus auch mal ein paar Seelen investieren. Ich denke, ich werde die einfach mal auf Maximumstufe bringen. Einmal mit dem Team werde ich eine ganze Weile spielen, glaube ich. Ich habe 9200 Seelen. Ich denke, ich kann das mal... Alle, eigentlich alle, ne? Stein ist ja erstmal am wichtigsten. Höchstes Level, 3000 Seelen. Boah, das ist natürlich krass. Kriegt natürlich viel Mana dazu. Überlebt ein bisschen länger. Naja, machen wir mal. Der ist schon ganz cool. Der Ranger vielleicht auch noch. Der muss einfach am Leben bleiben, ne? Was für die Erde bekommen auf Maximumstufe? 2 Mana dazu. Naja, machen wir mal. Seelen. Naja. Die kann man im Nachhinein immer noch farmen irgendwann. Wenn ich mal wieder ein passendes Team brauche. Oder passendes Team habe, sagen wir es mal so. Oh, warum. Das verstehe ich noch nicht so richtig. Warum kann ich die jetzt nicht aufstufen, wenn ich doch 5 Dinger davon habe? Na? Oh, jeden Spinner gucken wir da ganz kurz. Genauso wahrscheinlich wie hier. 14 Magie bringt aber irgendwie noch nicht so viel, ne? Aber dafür, dass wir im Dings ganz gut weiterkommen. Im PvP. Die ganzen Seelen farmen uns wieder hoch. Das ist kein Thema. Die hat einfach mal 28 Defense insgesamt. So, Eigenschaften könnte ich auch noch. Hat er ein Leben, wenn du 4 oder 5 Edelsteine kombinierst? Wir gucken erstmal ganz kurz bei Steingeist, was er so hat. Na, das ist alles nicht so cool. Ranger. Das ist gar nicht übel. Ach nee, vorher nicht. Ich dachte, jedes Mal, wenn einer Dings castet, Magie castet, dann ist alles weniger uncool. Das Groß wäre halt noch ganz cool. Hat bloß ein Leben, wenn du 4 oder 5 Edelsteine kombinierst. Und das passiert ja ziemlich oft. Na? Ich meine, davon habe ich auch einige. 14 Stück, 7 Stück, 49 Stück. Puh, warum nicht? Nutzen wir einfach mal ein bisschen, man. Spielen ja schon lang genug jetzt. Oh, 2 Eigenschaften freigeschaltet. Muss ich vielleicht hier irgendwas machen? Entzaubern? Nee, ne? Naja, würde ich ja nur Seelen kriegen, das will ich ja nicht. Ich will ja hier aufsteigen lassen. Der ist doch Maximumstufe, ne? Genau. Du kannst dein maximales Level, indem du in den Aufsteigenbereich gehst und aufsteigen sagt mir, kannst du nicht. Okay. I don't know. Ich verstehe es nicht. Naja, wird man schon irgendwann erklären können, denke ich. Ach, siehst du, die Klasse kann ich auch noch aufrüsten von meinem Kriegsherrn. Na, ist natürlich scheiße. Dass ich da jetzt kein Level 4 könnte ich höchstens, ne? Okay, ich brauche mehr Seelen. Aber ich kriege hier halt noch mehr Zeug dazu, Leben und Rüstung, einfach wenn ich die Klasse erhöhe. Und das verbessert natürlich auch meinen Helden, ne? Das ist natürlich extrem krass, hier, wenn ich die Klassen verbessere. Aber Level 20 hat das halt wahnsinnig krasse Auswirkungen. Level 20? Doch, Level 20. Na, ich krieg nochmal 7 Leben, 7 Defense und 3 Schaden dazu. Was ziemlich krass ist. Ich habe noch eine einzige Seele. Nice! Naja, den Orb benutze ich jetzt nicht.
Oh, 293 Sieger, aber schon. Die Waffe ist schon ziemlich heftig, muss man sagen, ne? Okay. Also die Kriegshandler haben auch noch mehr Fähigkeiten. Eine Niederlage. Nein, wie kann sowas passieren? Okay, also wir sind jetzt bei 3749. Okay. Wir werden uns mal ein bisschen die Königreiche aufstufen. 12 Königreiche kann ich aufleveln. Groschnack. So. Höhere Tributchancen und höhere Edelsteinbeherrschungen, ne? Dass wir da immer mehr Tribut bekommen. Mehr und mehr und mehr. Die Grafiken sind schon ziemlich edel aus, muss man sagen. Ja. Finde ich jetzt nicht so cool, einfach vom Design her. Aber so hier, sowas sieht halt schon echt krass aus, ey. Ja, sowas hier. Gefällt mir. Die Grafiker, die haben schon ein bisschen was drauf. Gangplank aus League of Legends. Copyright. Oh ja, oder Neptun. Aus Merlantis. Und ein Säbelzahntiger. Okay, cool. Kein Gold mehr. Dann werden wir das nächste Mal im PvP ein bisschen weitermachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.